Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und wir reden heute über den vielleicht brutalsten Horrorfilm des Jahres. Und ja, ich meine nicht In a Violent Nature und auch nicht The Substance. Wir reden natürlich über Terrifier 3. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. You survived the most famous serial killer since Jack the Ripper. The 5-year anniversary is coming up. I think a lot of people would really like to hear from you after all this time. Want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil. What goes through your brain when he's close enough to you. You feel his breath. Who? How can you be sure it was really him? I could feel it. Who is this Santa? He's scaring my kid. Yeah, he's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! Julian, run! Why would he come back here? Even if he was alive, which he isn't. Wouldn't you want to get as far away from here as possible, as far away from you? We both know this isn't over. I have to go back to the Terrifier. It's still buried there, isn't it? It might be the only thing that could stop them. Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles, and laughter. In Terrifier 3, ich muss hier mal gucken, wie ich das mit der Cappy mache, weil das Licht da die ganze Zeit irgendwie so ganz komisch mein Gesicht sonst beschattet, geht es um Sienna und Jonathan, die sind ja Brüder und haben unter anderem Art the Clown überlebt im zweiten Teil. Während Jonathan jetzt auf der Uni ist, ist Sienna in einer Klinik gewesen, darf jetzt zu ihren Verwandten zurück und nun ja, Art ist zurückgekehrt, so brutal wie noch nie zuvor. Und hat es nicht nur auf die beiden abgesehen, sondern auch darauf, den Leuten ein richtig schönes Weihnachten zu bescheren. Und mit schön meine ich genau das Gegenteil von schön. Terrifier 3 setzt genau da an, wo Teil 2 aufgehört hat. Mit aller Grausamkeit den Leuten Leid zu fügen. Mit allen Möglichkeiten, die sich irgendwo in einem Werkzeugkasten finden lassen oder in einer Werkzeughütte finden lassen. Menschen und Körper, auf kreativste Art und Weise verunstalten. Und David Howard Thornton, der hier unter anderem Art the Clown spielt, macht das wieder mit einer so einer suffisanten, fast schon humoresken Art und Weise, weil er ja nie ein Wort spricht, sondern halt immer wirklich nur pantomimisch an die Tat geht. Und das wirkt irgendwie teilweise so ganz grotesk, witzig, schräg, aber auch angsteinflößend. Heißt aber nicht, dass der Film gruselig ist. Terrifier 3 ist in keinster einzelnen Situation wirklich gruselig und oder sogar spannend. Das kommt nie auf. Das Besondere, was Terrifier halt hat, ist Horror, also ist Gewalt. Horror, Gewalt in dieser Art und Weise. Es ist ein klarer, klassischer Slasher, der aber volle Olle reingeht. Hier werden Kettensäge durch Arschritzen gepflügt. Hier werden Ratten in Hälse gesteckt. Hier werden Leute wirklich mit der Kettensäge von oben bis unten einmal durchgetrennt. Hier ist wirklich eigentlich alles dabei. Ganze Familien werden ausgelöscht vor der ganzen Kamera. Und wir sitzen als johlende Leute im Kino und begünstigen uns quasi oder beglücken uns an dem Leid der Menschen, die in diesem Film passiert. Und ich muss ehrlich sagen,
Ja, man kann dabei Spaß haben, aber ich bin jetzt mittlerweile auch aus dem Alter raus, wo ich sagen muss, ich habe jetzt nur an diesem Gewaltexzess meinen Spaß. Da bin ich langsam raus, das ist nicht mehr mein Metier. Wenn es geil gemacht ist und wenn ein Film wirklich mit Brutalität spielt, wie ein The Substance, wie ein Long Legs, wie ein Smile 2, der das sehr schön macht, dann gerne her damit. Oder auch eine Violent Nature, der das nur vereinzelt einsetzt, aber dann wirklich mit einer durchsetzenden Kraft. Terrifier 3 nutze ich halt irgendwann ab, weil wir die ganze Zeit immer diese Gewaltexzesse haben. Immer wieder diese Extreme, die sich immer wieder wiederholen. Und man versucht sich immer mit dem weiteren Kill zu überbieten. Und das nutze ich ab. Das ist zwar alles ganz nett und man kann sich das auch alles mal angucken, aber so wirklich Spaß macht das nicht wirklich. Von mir bekommt Terrifier 3 aber genau die gleiche Wertung wie Teil 2, nämlich 6 von 10 möglichen Punkten, weil der technisch dann doch wieder besser ist. Die Schauspieler sind gar nicht schlecht. David Howard Thornton ist als Art the Clown einfach legendär und jetzt schon ein absoluter Kultcharakter. Aber ja, so langsam ist der Drops auch mal gelutscht, würde ich sagen. Habt ihr Terrifier 3 gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich dann natürlich sehr darüber freuen, wenn wir uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss. Haut rein und bye.